oder... Ah, es gibt mehrere Bereiche. Also wir könnten jetzt noch geradeaus und wir könnten rechts. Also los. Zugang bitte. Lass nicht noch mehr Schande auf uns Derwisch-Lehrlinge fallen. Der Gott hat gesagt, wir sollen noch ein paar Läufe Wies bringen, damit er Essen machen kann. Oh Gott, ist das diese Riesenhalle? Wollen wir da schon wirklich hin? Ist Scarlett schon bereit genug dafür? Hier ist nichts. Ah, super. Wozu stehen diese Kübel? Oh Gott, fühle ich mich schon bereit. Dafür. Ich würde gerne nochmal diese Assassinen. Seht ihr was? Ich glaube, wir brauchen diese komische Laterne. Achso, die ist aufgefüllt, okay. Die wir gerade mal verwenden könnten. Damit ihr mal ein bisschen was sieht. Seht. Ah, okay. Daran schleichen wir uns jetzt mal vorbei. Oh, gut, dass wir unter den Toten wandeln können. Wo kommen wir denn hier raus? Meine Fresse. Hallo? Oh Gott, diese Viecher sind ja überall. Ich mag diese Viecher nicht. Deswegen schleichen wir uns wieder ran vorbei. Hier gibt es offensichtlich auch nichts für uns. Es sieht mir nach einem geheimen Weg aus. Ah. Hallo. Hilf mir! Penner. Ey, ist ja gewöhnlich Assassin. Ja, bitteschön, da hast du die Rechnung. So. Aber wurde hier nicht nochmal irgendwie von so einem Dolch gesprochen, der irgendwie Geheimes offenbart? Also so geheimweg technisch? Aber da scheint es wirklich zu diesem Kreis zu gehen. Da ging's weiter. Okay. Wagen wir jetzt... Warte mal. Wagen wir uns jetzt mal in die Höhle des Löwen. Hast du was Willkommen. Neues für mich? Wie kann ich dir behilflich sein? Weiß ich noch nicht. Ich wär's mit Handeln. Zeig mir deine Waren. Erst nur den Scheiß, den ich dir verkauft habe. Okay, dann verkaufe ich mal wieder was an dir. So. Hier Besteck. Urne. Die Münzen. Ja, das Rest brauche ich selber. Okay. Ein Bett wäre noch schnell von Vorteil. Ich suche mal eben schnell ein Bett auf. Die Küche war doch da irgendwo. Nicht wahr? Küche? Oh, war das wirklich so weit hinten, die Küche? Nee. Ich möchte mich jetzt ungern Lebensmittel verwenden. Deswegen, hier. Bett. Bett. Da. Bett. Ausruhen. Ein bisschen verwinkelt. Machen wir mal Mittag. Kann sich mal ein bisschen auspennen. So. Na, guck mal, 99.
Wäre viel draufgegangen. Gut, Scarlett. Ich hoffe, du bist bereit, dieser komische Assassinenfürstin zu begegnen. Oh Gott. Wie musste man sie denn überhaupt nochmal besiegen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Himmel, Arsch und Sphären. Okay. Bevor wir das machen, speichere ich aber. Macht er wahrscheinlich auch selber, aber sicher ist sicher, meine Lieben. Da. Ja, bitte. Okay, dann auf. Los, beweg dich. Die Fürstin wartet. Dann wollen wir mal sehen, was die Fürstin zu diesem Spion sagt. Leon! Was zum Teufel? Wer bist du? Bedrohen, versuchen. Halt den Jungen daraus. Wir werden weder ihn gehen lassen, noch dich. Stehen bleiben! Eines Tages werde ich ein Held sein. Ich werde die Dinge verändern. Warum unterhalte ich mich gerade mit denen? Wir müssen hier raus. Hier ist es nicht sicher. Ah! Oh nein. Leon, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Los, verschwinde von hier, schnell! Warte, Schwester. Ich habe noch was für dich. Du bist also die, nach der wir im Dorf gesucht haben. Du bist weit gekommen. Für jemand, der nie die Kunst des Tötens gelernt hat. Aha. Ich lerne schnell. Ich bin von Rache getrieben. Ich werde den Frieden wiederherstellen. Ich lerne schnell. Aber vielleicht nicht schnell genug. Das sind starke Worte. Also, wer bist du? Oh, wo sind meine Manieren? Ich bin die Meisterin der Derwisch-Assassinen. Und du bist das Ziel meines Auftrages. Also bist du der untote Fürst, den ich besiegen muss, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja, ich mag untot sein, aber ich bin erst der Anfang. Ich bin höchstens der Torwächter. Mein Meister ist dein wahrer Feind. Es ist wirklich schade, dass du ihn nie kennenlernen wirst. Zumindest nicht mehr in dieser Welt. Denn jetzt werde ich meine Mission abschließen. Mein Meister wird sehr zufrieden sein. Denn nun, da die einzige verbleibende Bedrohung beseitigt ist, wird uns niemand mehr aufhalten können. Sie ist ja sehr optimistisch. Versuchen, mich herauszureden, zeigen, was ich gelernt habe, ihren bösen Treiben ein Ende setzen. Dein alter Orden wird hier sein Ende finden. Ich lehre meine Assassinen schnell zu töten. Aber für dich werde ich mir ein wenig Zeit lassen. Oh. Okay. Die schmeißt nach mir. Ich weiß noch, dass man diese Dinger... Fuck. Umhauen muss. Ey! So, eins. Ah! Die Ziege. Kann ich die denn ausweichen? Ah, ich bin in solchen Bosskämpfen immer so voll erlöst. Phase 1 geschafft. Ach, da ist er ja. Warum nicht das Schwert immer raus? Oh Gott.
Okay. Ich habe genug Leben dabei. Kombo. Muss die gar nicht dazu kommen, irgendwie was zu tun. Ja. Hihi, geschafft. Oder auch nicht. Schattenwelt. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich ahne Böses, Leute. Oh, ich bin in solchen... Mein Geist wird dich nicht gehen lassen. Mein Geist wird dich nicht gehen lassen. Warum macht immer dieser Sound gerade leises? Ich weiß es nicht. So ein kleiner Bug gespielt. Oh mein Gott. Okay. Wie war das noch? Ausweichen. Das ist schon mal... Ich glaube, ich muss diese komischen Tentakeldinger da irgendwie... Ja. Oh Gott, Scarlet. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Da tauchst du auf. Schnäpfe. Die Aufnahme wird ein bisschen länger dauern als die gewohnten 20 Minuten. Komm mal her. Ich kann keine andere Waffe nehmen. Es ist nur diese Waffe. In die Schattenwelt kann ich nicht. Ich bin da schon. Okay. Oh mein Gott. Das ist ein Kampf. Oh, Endboss. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Ah! Ich habe so noch grobe Erinnerungen. Da, da. Jetzt ist die Chance. Jawohl. So war es. Ganz genau. Okay. Wir müssen also diese komischen Tentakeldingern da besiegen. Ja, wie gesagt, die Aufnahme wird ein bisschen länger als sonst. Wie gesagt, Bosskampf kann mal eine Ausnahme sein. Wir müssen halt sie dazu bringen, dass sie diese Tentakel... jetzt so komisch unterhängen lässt. Zwei davon haben wir schon mal. Also haben wir jetzt noch drei. Okay. Das schaffen wir. Ich bin sehr optimistisch. Ich hoffe, ihr seid es auch. Oh Gott. Ich habe die, glaube ich, jetzt mal einmal... Da, da. Nein. Peitschen. Diese Peitschen. Nein, peitsch nicht. Nein, nein, peitsch nicht. Jetzt gib mir das eine scheiß Tentakel. Ja, jetzt. Kombo. Hallo? Warum nicht? Hä? Die hat mir keinen Lebensbalken nicht gezeigt. Das war mir gerade ein bisschen buggy. Okay, wo taucht diese Schnäpfe auf? Da. Also so an sich Schaden macht sie nicht, solange sie uns nicht trifft. Aber ich weiß, sobald sie die Tentakel nicht mehr hat, spuckt die irgendwas. Wir können ja schon mal wieder so eine scheiß Zuckerstange nehmen. Und Taste 7 drücken. So, damit unser Leben wieder voll ist. Ja, das machst du sehr brav. Komm her, jetzt schenk mir doch mal so einen scheiß Tentakelmann. Lässt euch auf dich warten.
komm schon. Da, siehst du, sie hat gespuckt. Sie hat gespuckt. Super. Wo ist sie? Wo ist sie? Na, 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 wo kommst du raus? Da. Ah. Okay, ein bisschen getroffen hat sie uns. Ich will deine Tentakel haben. Na komm. Ah. Zieht sich aber auch in die Länge. Ja. Komm, zack. Jetzt hat sie nur noch eine. Okay. Kommst du? Wo bist du? Vielleicht schaffe ich das doch auch alles in einem Rahmen von wirklich 20 Minuten. Wenn nicht, geht's halt drüber. Was ist? Willst du spucken? Spuck mich an. Komm, spuck mich an. Ah, Feigling. Wo bist du? Ah, Tentakel. Gib mir noch einen Tentakel. Scheiß Säure, ja, ja. Das ist nicht gerade lecker. Auf die Tentakel. Keine Sau. Hör auf zu spucken. Ja, nette Säure hast du. Oh. Jetzt gib mir doch langsam mal diese scheiß Tentakel. Oh Gott. Tu schneller. Du regst mich gerade auf. Hör auf zu spucken. Regt mich gerade wirklich auf. Ist doch gut jetzt. Du hast mir gerade deinen Standpunkt nahegelegt. Ich danke dir. Ich will trotzdem kämpfen. Was anderes kannst du nicht mehr? Ja, es ist halt wirklich, glaube ich, auch random Sache, wann sie ihre Tentakeln rausholt und wann halt sie angreifen kann. Das ist wirklich so eine schitze Sache, die mich gerade tierisch abfuckt, Leute. Diese scheiß Tentakel. Ich spuck halt nur ihre dämliche Säure. Was anderes kann sie schon nicht mehr. Oder halt sie springen. Wie so ein elender Wurm. Geh zu, Mann. Ich will dich ja nicht besiegen. Ich will nach Venedig. Tentakel? Na, schlag zu. Nein, sie spuckt. Natürlich. Muss ich vielleicht irgendwas machen, damit sie mir die Tentakel gibt? Vielleicht mich direkt davor stellen? Darf ich das? Ja, komm. Guck mal, schlag mal. Ich biete dich gerade an. Ja, bitte. Hey, bringt mal so gar nichts. Thank you.
spuckt und spuckt. Ja, toll. Das nervt. Also unsere 20-Minuten-Spanne haben wir schon mal durch. Ungeduldiger. Ja, es peitscht halt, aber sie knickt ihre scheiß Tentakel nicht so, wie sie sollte. Ja. Jetzt hör halt auf. Wie die Fürstin mal überhaupt nichts an Leben verloren hat, weiß ich halt noch ihre dämlich verfickte Tentakel hat. Aha. Was ist denn wieder los? Tolle Säure hast du. Oh. Macht so Aua. Mann! Nicht mal irgendwie zur Verfügung stellen, damit ich sie angreifen kann. Wahrscheinlich. Da. Jetzt. Oh. Wird auch mal Zeit, ey. Und jetzt sie direkt angreifen. Nur wenn sie spuckt. Davon macht sie ja genug. So. Dann sollten wir sie gleich mal erledigt haben. Na komm, spuck. So, spucken. Okay, war andere Seite. Hälfte, ja, fast Hälfte. Okay, weiter, 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 weiter. Fast. Vielleicht zwei, dreimal noch Schaden, dann. Also, lassen wir sie noch zweimal spucken. Leben verliere ich durch die Säure ja nicht. Deswegen kann ich eigentlich geschickt stehen bleiben, aber... Jawohl! Liebe Zuschauer, ich hab's geschafft. Und das in... 24 Minuten. Also ich hab... Ja, 5 Minuten Übersprung. Aber erstmal Fresse halten. Du hast den ersten Schritt gemacht. Aber das war nur der Anfang. Die Macht deiner Klinge ist gewachsen, aber deine Todesmächte sind kaum vorhanden. Du musst auch die Energie des Geistes meistern. Auf dem Pfad der Toten sollst du wandeln, um sie zu täuschen und an dich zu binden, auf dass sie deine Gehilfen werden. Mhm. Sie war nicht der Meister,
Wen muss ich denn finden, um Benedikt zu rächen? So. Die Fürstin war nicht allein schuld an meinem Zorn? Sie hat die Wahrheit gesagt. Sie ist nur eine von vielen. Und der untote Fürst herrscht über Venedig und könnte bald die Seelen aller beherrschen. Alles war seine Idee. Skandalös. Und wenn es ihm gelingt, seine langjährigen Bestrebungen in die Tat umzusetzen, wird das schreckliche Folgen haben. Wer ist er? Erzähl mir mehr. Nein, bitte nicht. Mehr erzählen. Sophistos ist der Einzige, der dir mehr erzählen kann. Er sollte das gefährlichste Hilfsmittel in deiner Welt vernichten, damit es dem Feind nicht mehr in die Hände fallen konnte. Das schwarze Grimoire. Was ist das schwarze Grimoire? Du wirst Sophistos suchen und sicherstellen, dass das Grimoire vernichtet wurde. Okay, ich habe keine Wahl. Ich werde das für Benedikt tun. Ich werde das aus Rache tun. Ihr merkt, ich bin auch immer so ein bisschen genervt. Ich muss gleich wieder runter von meinem Part hier. Ich werde es tun, weil ich es muss. Aber es gefällt mir nicht, ein Werkzeug zu sein. Ich bin kein schlechterer Assassiner als die Derwische, die ich bezwungen habe. Ich habe das Gefühl, ihren Platz eingenommen zu haben, nur auf der anderen Seite des Schachbretts. Vielleicht wirst du noch Gefallen an deiner Rolle finden. Vielleicht auch nicht. Doch mir soll es gleich sein, solange du verhinderst, dass die Kälte des Todes diese Welt gefangen nimmt. Jetzt geh, meine Tochter. Ich werde Sophistos finden und alles über das schwarze Grimoire erfahren. Das wird sich zeigen. Es wird Zeit, dass du Vertrauen in mich setzt. Du bist nicht diejenige, der ich nicht vertraue. Ach, endlich. Wassertor.